Hübschen, heute gibt es meine Monatsfavoriten. Ich habe auch einen kleinen Flop dabei, aber den zeige ich euch später. Zuerst einmal jetzt in den Haarpflegeprodukten ist ein Top diesen Monat von mir das Gliss Repair Spülspray, was man ohne Ausspülen ins Haar sprühen kann. Und das finde ich echt toll. Ich habe das ja auch erst seit diesem Monat, aber ich bin total zufrieden damit. Ich sprühe das dann nach dem, wie heißt das, Föhn immer in die Haare. Und ja, bin ich super zufrieden. Das macht glatte Haare und es ist super schön. Aber ich muss mal sehen, ich will noch mal gucken, ob ich vielleicht noch das Schwarze oder so kaufe, weil ich glaube, das ist dann noch ein bisschen mehr für die Reparatur hier. Ich habe immer dieses Gefühl, dass die Spitzen so sehr stumpf aussehen. Und denke ich vielleicht, dass ich dann mit so einem Repair noch das ein bisschen wegbekomme. Aber ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Also ich glaube, ihr könnt das auch sehen. Guckt hier dieser Glanz. Es kommt mit von diesem Zeug, denke ich mal. Und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Also für 1,99 bei Rossmann ist es ein Spitzenprodukt, was man sehr wirklich gut weiterempfehlen kann. Ich habe es ja auch nur auf Empfehlung gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Dann ein absolutes Top-Produkt diesen Monat von mir ist die Balea Handcreme. Die habe ich diesen Monat fast nur benutzt, permanent eigentlich. Ich habe da am Tag manchmal fünfmal nachgecremt oder so. Aber ich bin wirklich total zufrieden. Ich hatte es euch, glaube ich, erzählt. Meine Hände waren total rau und geschunden und die sahen aus. Und seit ich das jetzt benutze, gar nichts mehr. Also wirklich, die sind glatt geworden, wie verrückt. Also das wäre, wenn ihr eine wirklich gute Handcreme für wunde Hände und für raue Hände und so sucht, also guckt euch die mal an. Die ist günstig, 1,45 und die ist echt super. Also wirklich. Die werde ich, wenn die nach alles, auf jeden Fall auch nachkaufen. Dann ein absolutes Top-Produkt diesen Monat wieder die Soft and Care Reinigungstücher von Balea. Die sind eigentlich schon seit mehreren Monaten meine Favoriten und es werden auch weiterhin, sie werden es auch weiterhin bleiben. Also ich werde sie jetzt auch bald wieder nachkaufen, weil wie ihr sehen könnt, es ist so gut wie alle wieder. Und ich bin super, super zufrieden. Die sind total toll. Ich kriege keinen Brand an den Augen, wie manchmal bei manchen Tüchern und die rubbeln alles runter, aber wirklich. Manchmal muss ich ein bisschen doller, aber ich finde. Sie machen alles drunter, also wirklich. Die halten, was sie versprechen. Bin ich sehr zufrieden damit. Dann von den Nagelprodukten her ein absolutes Top-Produkt diesen Monat. Der Manhattan. Das ist heute schon wieder mit dem Licht. Der Manhattan Lotus Effekt Nagellack in der Farbe 43K. Und das ist so ein rot-orange so. Und den habe ich in Verbindung mit dem Remixture Style Topcoat von Essence benutzt, den es jetzt im festen Sortiment gibt, die 01 Waking Up in Vegas. Der heißt jetzt ein bisschen anders, aber der sieht genauso aus. Und die habe ich übereinander getragen und das war super. Die haben länger als 7 Tage gehalten. Also ich wusste ja, dass Manhattan gut hält, aber noch in Verbindung mit dem Topcoat, es war unglaublich. Also ich hätte es nicht gedacht. Wirklich länger als 7 Tage, super gehalten, nicht gesplittert. Und ja, sehr schön auf jeden Fall. Also bin ich total zufrieden damit. Dann mein absolutes Highlight diesen Monat. Das ist die Sleek Oh So Special Palette. Ich bereue es keinenfalls, dass ich sie gekauft habe. Im Gegenteil, ich überlege schon wieder noch eine oder noch zwei zu kaufen, weil die zurzeit irgendwie günstig sind. Und ja, also ich bin top zufrieden. Es sind super Farben, total toll pigmentiert. Und jeder, der eine wirklich gute Palette sucht, ist mit Sleek definitiv gut dran. Ich war immer skeptisch. Ich dachte immer, Aber jetzt, es hat mich voll überzeugt. Es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich bin total begeistert. Also wirklich, wirklich weiter zu empfehlen. Dann von der Lippenpflege her den P2 59 Copacabana war einer meiner Lieblinge diesen Monat. Es ist eine krasse Farbe. Es ist so ein total peachiges Orange. Aber ich liebe es über alles. Es ist jetzt nicht die alltagstauglichste Farbe überhaupt, aber sie ist einfach nur toll. Ich liebe ihn. Und auch günstig, also super. Finde ich super. Dann zwei absolute Highlights diesen Monat. Die Lipsticks aus der LA Color, die es jetzt bei Douglas gibt, bin ich super per zufrieden. Die haben ja auch nur 1,99 pro Stück gekostet und die sind wirklich toll. Erstmal die Farben sind wirklich sehr schön und auch man sieht sie auch, man braucht nicht sehr viel. Es ist dieses krasse Pink.
und ein helleres Pink so. Und ich bin total zufrieden. Das ist, warte, ich sage euch noch die Farben, die Nummer 361, dieses Pink, und das ist die Nummer 357. Und was ich super daran finde, ist, du trägst das auf und es färbt sofort schön und dann wird es so ein bisschen so trocken, aber es ist jetzt nicht so, dass es bröselt oder so, also es wird so ein bisschen, du merkst ihn dann gar nicht mehr. Der ist dann wie so mit deinen Lippen verschmolzen, würde ich sagen. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich zwar nachmachen muss, aber dann gucke ich in den Spiegel und nichts. Der sitzt perfekt. Da kannst du dann drauf daddeln hier mit dem Finger. Der bleibt auf den Lippen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Habe ich jetzt so auch noch nicht beim Lippenstift erlebt. Also ich bin super zufrieden mit diesen Lippenstiften. Wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt, wäre das wirklich eine tolle Empfehlung, diese Lippenstifte. Ich werde mir auch wahrscheinlich noch einen kaufen. Ich finde jetzt die Farben nicht alle so toll. Ich habe jetzt hier schon mir die zwei schönsten gekauft. Ich überlege, die haben noch so ein schönes Rot, ob ich das noch kaufe und teste. Aber mit diesen, die ich jetzt habe, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also wirklich gutes Produkt. So, genug geschwärmt. Dann ein super Top-Produkt diesen Monat von mir, das Kompakt-Powder von Essence, was jetzt aus dem Sortiment gegangen ist, diese Nummer 07 Translucid. Ihr sehen könnt, es auch schon reichlich benutzt. Und ich bin sehr zufrieden. Ich benutze das so ein bisschen als Transparentpuder einfach zwischen, weil es ist schon ziemlich weiß so. Also wenn man es ein bisschen dezenter verschmiert, dann ist es fast wie ein transparentes Puder. Also ich bin sehr zufrieden damit. Dafür, dass es nur 95 Cent gekostet hat. Super Produkt. An Blush war diesen Monat mein Favorit der Multicolor Blush, der auch aus dem Sortiment geht. Und zwar der mit diesen sechs Farbnuancen. Der ist halt ziemlich hell. Ich tue den halt immer so verdaddeln hier, so vermischen. Also zwar ziemlich rosé, aber auf den Wangen ist er halt ziemlich hell. Aber ich finde, die ist eigentlich für den Alltag eine sehr schöne Farbe. Deswegen habe ich ihn diesen Monat auch noch richtig benutzt. Das ist die Nummer 20 Fashionista. Wenn ihr den vielleicht noch irgendwo bekommt, dann holt euch den noch. Aber ich glaube schon bald gar nicht mehr. Aber super. So, jetzt habe ich noch was bei Nagelprodukten vergessen. Und zwar der Nail Polish Corrector Pencil von Essence. Super. Jetzt könnt ihr mal gucken. Der ist schon rot, meiner. Ich muss bestimmt bald die Minen wechseln. Ich bin sehr zufrieden. Man kommt gut in die Zwischenräume der Nägel rein. Der macht es gleich weg und der riecht voll wirklich lecker nach Kirsche. Ich habe erst gedacht, ja, als ich gelesen habe, Kirschduft, naja. Aber er riecht wirklich lecker. Und was ich auch wirklich super finde, dass hier hinten noch drei so eine extra Dinger, die riechen voll lecker nach Kirsch. Dass da noch drei so extra Dinger mit dran sind. Und wirklich toll für 2,55. Also auch eine wirklich Top-Empfehlung. Bin super zufrieden damit. Dann ein absolutes Lieblingsprodukt diesen Monat, der I Love Stage Eyeshadow Base. Bin ich super zufrieden damit. Ich wollte sie erst nicht kaufen, weil ich eigentlich meine Eyeshadows immer so benutzt habe, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, doch meine Base zu probieren. Und dafür, dass meine erste Base ist, ich bin sehr zufrieden. Die Lidschatten halten wirklich besser und länger und es ist alles ein bisschen kompakter und ein bisschen leuchtender auch, würde ich sagen. Also sehr Top-Produkt, kann man auch wirklich empfehlen. Und dann noch zu guter Letzt der Max Factor Kajalstift, den mir mein Schatz gekauft hat. Den habe ich jetzt schon einmal angespitzt, weil er hier halt. Ich hoffe, ich habe den noch ein bisschen. Runter war. Aber super, ich bin super zufrieden. Man kann gut damit ziehen. Der hält den ganzen Tag. Und mit diesen Schwämmchen kann man das dann auch ein bisschen noch verblenden hier. Das ist zwar ein bisschen komisch, aber ich finde es eigentlich sehr schön. Also ich bin sehr zufrieden damit. Auch ein wirklich toller Kajalstift. So, das waren meine Top-Produkte diesen Monat. Es war natürlich noch Zeug und Duschgel und Haarwasche dabei, aber da hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Ich benutze im Moment noch die von Elvital, die ich euch gezeigt hatte. Und muss ich erst mal sehen, die Spülung ist jetzt alle. Aber da bin ich nicht jetzt so 100% zufrieden, aber mit dem Waschmittel eigentlich schon. Ich muss mal sehen, ob ich mal noch was anderes davon teste und dann kann ich euch ja noch mal ein Feedback dazu geben. Da kann ich jetzt, muss ich noch ein bisschen testen, das habe ich jetzt noch nicht so lange. Ja, und jetzt zu dem einen kleinen Flop-Produkt und zwar ist das der Prismatic Effect Top Coat von Catrice. Den hatte ich jetzt gekauft, wo der aus dem Sortiment ging für 1,75. Und ich hatte mir den alles ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Ich habe den heute oben drüber.
Und ich denke, ihr werdet denken, ich trage blauen Nagellack, oder? Und jetzt, ich trage in Wirklichkeit den W7, den lila, den ich bei TK Maxx gekauft hatte. Und dachte mir, peps ihn noch ein bisschen auf, mach noch ein bisschen Topcoat drüber. So dachte ich, probiere den gleich mal hier aus. Und wusch, waren meine Nägel nicht mehr lila, sondern jetzt blau. Also das hatte ich nicht gedacht. Ich habe ja schon diesen Topcoat von Essence, der mit diesem rosa Schimmer. Und der ist wirklich, der erhält die Farbe und hat einfach dann nur so einen rosa Schimmer. Aber der hier, der hat ja blau gefärbt. Also, das war jetzt nicht so, was ich gedacht hatte. Aber hätte ich das gedacht, hätte ich ihn natürlich ja nicht drüber gemacht. Da war das Lila vorher schöner, als was ich jetzt habe. Aber ich lasse es jetzt drauf. Aber, also, so ein kleines bisschen Vorprodukt für mich. Weil so hatte ich das nicht gedacht, dass die Nägel dann komplett blau werden. Was würde denn das, wenn ich vielleicht gelben Nagellack trage, würde dann grün oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall weiter probieren. Ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen anders ist, aber gut. Soll es an dieser Stelle jetzt gewesen sein? Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns. Mua! Tschüss!